Schön, dass ich diesen Planeten nicht zuerst gebaut habe, sonst wäre das hier irgendwie schiefgegangen. Nein, die anderen waren blöd beim Bauen. So. Ah, okay. Dann bauen wir es einfach hier hin. Kriegen wir wieder eine Hafenstadt raus? Mal sehen. Nein, kriegen wir nicht. Schade. Keine Hafenstadt. Naja. Muss ja auch nicht unbedingt. Bling. Das ist so lustig jedes Mal. Die Stadt ist noch nicht fertig, oder wie? Blitzintelligent, was? Hä? Was soll das mit Blitzintelligent zu tun haben? Naja. Gut. Dann hätten wir hier erstmal eine Stadt nur mit Kanonen. Und gleich noch eine Stadt nur mit Kanonen. Und ja, mal sehen, was wir damit anfangen. Also, ich meine, also ich hoffe, ihr versteht, warum ich jetzt das gemacht habe, also die hier noch die Städte drauf gebaut habe, weil mit mehr Städten hat man mehr Lagerkapazitäten, da muss ich nicht jedes Mal hier vorbeikommen, und wenn die Produktion von 120 die Stunde nicht reicht, kann ich dann immer noch was ausbauen. Von daher, ja, gut, seht ihr, da sind jetzt 30. Er hat schon wieder, ich schon wieder 6. Ach ja. 12 grünes Gewürz, das müssten wir eigentlich so teuer verkaufen können. Ich wollte nochmal hier runter, zum, um da ein Gewürzlager anzubringen. Und? Oh, lalala. Okay. Erst mit denen reden, und dann kriegen wir das. 26.000, ich glaube, das geht noch besser. Grünes Gewürz gibt es hier nämlich so gut wie gar nicht. Und dann werde ich der einzige Lieferant davon. Yay. Oh, 2 Städte sogar. Das ist ja der Hammer. Nur noch kurz ein Gewürzlager hier hinballern. Oh, das ist ja fast zerstört worden hier. Okay. Ziehen wir das hier mal richtig auf. Mit richtigen Verteidigungskanonen und so weiter und so fort. Ah, da war was. Terra-Score zu niedrig. Wie wär's, wenn ich den hier wegtue? Nee, keine Fabrik. Einfach das hier hinbauen. 36 die Stunde. Nicht gerade viel, aber ist ja jetzt auch nicht so schlimm. ...72 die Stunde, das ist doch schon mal besser. Allerdings kann ich dann wahrscheinlich wesentlich weniger Geschütze hier hinsetzen als noch bei dem anderen. Ja, genau. Fliegt hier eigentlich schon eine Kugel rum? Nee, nur das Lager. Okay. Dann brauchen wir noch ein Geschütz. Was machen wir denn jetzt? Bin schon wieder irgendwas mit Mehrzweck-Tools oder sowas? Keine Ahnung. Beförderung allmächtiger? Alles können. Okay. Wenn ihr meint. Wenn ihr meint, dass ich ein Alleskönner bin. Okay, ein Planet muss gerettet werden. Welcher Planet muss gerettet werden? Der Planet muss gerettet werden. Oh Gott, durch die ganzen Linien und so weiter ist das total verwirrend. Man kann einfach nur abschätzen, ob das passt oder nicht, von der Entfernung her, ob man das schafft oder nicht. Meist schafft man das dann auch noch, obwohl man das gar nicht erwartet und so weiter. Also das ist irgendwie... Ja. Moment. Ah, das lässt sich doch anders regeln. Ach nee, da war's. Ach, komm schon. Kann es sein, dass ich das nicht treffe?
Da ist das mit dem Laser echt einfacher. Irgendwo da. Und... auch erwischt. Oh, das war's schon. Ah, sicher, jederzeit. 33.000, da haben wir's doch schon. Und 20.000 fürs blaue Gewürz. Und das bedeutet, ich bin wieder einigermaßen reich. Juhu! Handel ist cool. Oder sowas. Also, ich habe ja jetzt diese Aufnahme schon einiges erreicht. Wirklich einiges. Von daher, und dann auch das Sonnensystem aus. Breite dich 13 Sonnensysteme aus, um die reicht 3 Blöcke der Sonnenstrahlen. Hitzestrahl, Kühlstrahl. Ah, sehr interessant. Na gut. Oh Gott. 275 Medaillen muss ich bis zum Schluss dann haben? Ist ja echt verrückt. Ah, okay, da geht die Anzeige wieder zurück, je nachdem. Aber ist ja egal. Wird sich später wieder heben. Reise durch 400 Sonnensysteme und die vielen... ah, ja, okay. 20 Liefermissionen. Joker-Plakette willst du nicht wirklich, du Betrüger. Ah, wahrscheinlich muss ich irgendwie einen Handelspartner verraten oder so. Oder über den Tisch ziehen. Geschichtsbuchplaneten und Wundern. Okay. Ja, okay. Also ich habe ja schon einiges erreicht. Ich habe jetzt ein System von sieben Planeten habe ich besiedelt. Und habe ein Handelsimperium und so weiter. Habe schon ein System gekauft und ja. Und das war's dann auch für dieses Wochenende. Ja, ich habe es alles an einem Wochenende aufgenommen. Und ich sag einfach bis zum nächsten Mal und ciao.